Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Kapitel in unserem großen Synology Online-Kurs für Einsteiger 2023. Mein Name ist Frank Schibidop von der Academy und wir haben hier jetzt in den letzten Lektionen ja schon unsere Synology so weit eingerichtet, dass wir dort halt eben das System schon mal überhaupt erreichen können. Wir haben gesehen, wie denn die Benutzer eingerichtet werden, wie auch die Datenfreigaben eingerichtet werden. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist natürlich die Frage, wie könnt ihr denn eure Daten von eurem Computer auf die Synology speichern? Und das wollen wir uns jetzt in diesem Video einmal anschauen. Damit wir nun unsere Daten auf die Synology speichern können, gibt es natürlich verschiedene Wege. Und ich demonstriere euch das jetzt hier einfach mal, den ersten und den einfachsten Weg mit dieser Synology hier. Da habe ich mich einfach mal angemeldet als der Benutzer Carlo. Dieser Benutzer Carlo ist ein Standardbenutzer, hat natürlich keine weiteren großartigen Rechte. Und das, was wir brauchen, ist die FileStation. Hier in der FileStation sieht der Benutzer auch tatsächlich nur die Ordner, auf die er auch tatsächlich Zugriff hat. Also wenn ihr noch weitere Ordner angelegt habt, wo der Benutzer Carlo keinen Zugriff hat, ja, dann kann er die natürlich auch hier nicht sehen. Also er sieht sie nicht über das Netzwerk und er sieht sie natürlich auch nicht hier in der FileStation. Das Hochladen der Daten kann über zwei Wege erfolgen. Zum einen hier oben über den Schalter Hochladen. Wenn ihr diesen Schalter benutzt, müsst ihr natürlich vorher noch entscheiden, ob ihr die Daten, die vorhanden sind, überspringen möchtet oder überschreiben möchtet. Habt ihr euch für eine der beiden Aktionen entschieden, dann könnt ihr das einfach auswählen und wir kommen hier direkt auf unseren Computer und können von hier aus das Verzeichnis auswählen, ja, wo die Daten sich befinden. In meinem Fall jetzt hier ist es zum Beispiel mal diese Datei, die möchte ich jetzt hier einfach mal hochladen. Also ich wähle jetzt hier aus meinem Computer einfach die Datei aus oder auch die Dateien. Ich kann die ja auch mehrfach sozusagen anklicken oder auswählen, die ich auf mein System hochladen möchte. Sobald wir unsere Auswahl getroffen haben und das Ganze einmal bestätigen mit Boot öffnen, dann sehen wir hier oben auch schon die Funktion Hochladen. Also das ist eine Hintergrundfunktion, eine Information für uns, dass wir sehen, okay, die Daten werden gerade hochgeladen. Also das ist hier, dass man noch sehen kann, okay, die Daten sind noch nicht fertig. Wir können dann nochmal draufklicken auf diesen Schalter hier, auf diese Upload-Warteschlange und dann sehen wir auch schon hier, okay, das hat jetzt schnell genug, alle Daten sind bereits hochgeladen. Wenn noch weitere Aufgaben im Hintergrund laufen würden, wenn also ein größerer Kopiervorgang wäre zum Beispiel, dann haben wir auch noch die Hintergrundaufgaben und ich könnte mir sogar hier noch eine E-Mail-Benachrichtigung konfigurieren, wenn ich zum Beispiel einen größeren Upload-Auftrag habe, damit ich am Ende halt eben dann per E-Mail informiert werde, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. So, das war die eine Option. Die zweite Option, die wir hier in der FileStation nutzen können, ist natürlich die Funktion Drag and Drop. Dazu öffne ich einfach auf meinem Windows-Computer irgendeinen Ordner, wo die Zieldateien sich drin befinden. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte hier einige Daten einfach kopieren, dann kann ich die per Drag and Drop einfach an den Zielort schreiben bzw. an den Zielort ziehen. Dazu mache ich mir das andere Fenster etwas kleiner, damit das so einigermaßen zu sehen ist, was ich jetzt hier tue. Und ich nehme einfach die Datei, die ich mir gerne kopieren möchte. Ich nehme einfach mal diese beiden Dateien hier oder diese drei Dateien und nehme die jetzt per Drag and Drop, also mit der gedrückten Maustaste, kann ich sie dort natürlich nicht hinlegen. Genau, ich kann sie nicht an den anderen Ort legen. Ich kann sie immer nur hier in diesem Bereich legen. Bedeutet, wenn ich diese Dateien in den Ordner Training 22 legen möchte, sollte ich diesen natürlich vorher erst einmal öffnen. Erst dann kann ich die Dateien halt eben zu diesem Speicherort hier entsprechend bewegen. Einfach per Drag and Drop hier rüberziehen und fallen lassen. Und dann kommt hier die Frage noch einmal, das muss ich jetzt hier irgendwann einmal entscheiden. Entweder möchte ich die vorhandenen Daten überspringen oder möchte die vorhandenen Daten überschreiben. Ich sage einfach mal, in meinem Falle hier möchte ich das ganz einfach immer überschreiben und sage einfach überschreiben. Auch hier die gleiche Funktion. Die beiden Daten werden der Warteschlange hinzugefügt. Hier oben sehen wir die Warteschlange nochmal. Und dann sehen wir, dass ich nicht die erforderlichen Berechtigungen habe, um die Daten in diesen Ordner zu speichern. Das bedeutet, ich habe hier in diesem Ordner Training 22 gar keine Berechtigung als Carlos, Daten hier hineinzulegen. Ich habe hier lediglich Leseberechtigung. Also das muss ich natürlich dann auch definieren oder vorher kalkulieren und nehme natürlich jetzt diesen Ordner hier noch einmal und kopiere mir die Daten eben ganz kurz hier in diesen Ordner einmal hinein.
Denn hier habe ich ja die entsprechenden Schreibberechtigungen. So, das ist wie gesagt die eine Option per Drag and Drop. Ich kann natürlich hier auch komplette Ordner hochladen. Ich muss hier nicht einzelne Dateien hochladen. Ich könnte ebenfalls hier auch mehrere Ordner anklicken und auch gleich mehrere Ordner an einem Streifen direkt hochladen. Das ist der gleiche Weg. Ich kann diese Daten einfach markieren und kann die dann per Drag and Drop hier auf dieses Laufwerk ziehen und die Daten werden hier automatisch geschrieben. Möchte ich eine Datei herunterladen, ja, dann geht das allerdings nicht per Drag and Drop. Diese Funktion Drag and Drop geht leider nur in eine Richtung. Das heißt also, wenn ich jetzt versuche, diese README-Datei zu greifen und diese dann hier runterzuziehen, dann wird das nicht funktionieren. Das geht über einen anderen Weg. Das kann ich natürlich ebenfalls machen, indem ich einfach sage, mit der rechten Maustaste, hier habe ich eine Art Kontextmenü. Hier gibt es so einige verschiedene Aktionen, die ich mit dieser Datei nun tun kann. Zum Beispiel verschieben oder komprimieren, kopieren oder löschen oder umbenennen. Oder halt eben auch die Datei einfach herunterladen mit dem Schalter Download. Dann wird diese auf meinen Computer heruntergeladen. Wir sehen das hier oben. Und diese Datei befindet sich dann erfahrungsgemäß in meinem Download-Ordner. Von hier aus müsste ich die Datei natürlich dann dorthin bewegen, wo sie eigentlich hin soll. Also bewegen natürlich, nicht kopieren, damit ich nicht zu viel Platz auf meinem Computer verbrauche. Nun ja, nun ist natürlich dieser Weg ziemlich aufwendig und eigentlich eher dafür geeignet, wenn ich extern auf meine Synology zugreifen möchte, dann würde ich genau diese Funktion nutzen. Und wenn das System in meinem lokalen Netzwerk steht, gibt es natürlich noch eine zweite Option. Ich zeige euch das mal hier anhand eines Windows 11 Computers. Das geht natürlich ebenfalls auch mit einem Windows 10 Computer. Das ist vom Prinzip her die gleiche Funktion. Nutzt einfach dort mal den Windows Explorer und klickt unten links auf den Punkt Netzwerk. Wenn ihr da mal draufklickt, dann seht ihr hier sämtliche Geräte im Netzwerk. Und wenn ihr alles richtig konfiguriert habt, dann solltet ihr auch eure Synology dort sehen und könnt mit einem Doppelklick einmal diese Synology aufrufen. Ihr müsst euch natürlich jetzt hier mit einem Synology-Account einmal anmelden. Also sprich mit irgendeinem Konto von der Synology, das auch die Berechtigung hat, halt eben den SMB-Dienst zu nutzen. Und sobald ihr das einmal durchgeführt habt, dann seht ihr auch hier den Zugriff auf die Daten und könnt jetzt hier die einzelnen Datenordner einfach öffnen und die Daten dann in Zukunft einfach per Drag and Drop, wie eine ganz normale Windows-Funktion, per Drag and Drop halt eben hin und her kopieren. Wenn ihr diese Verbindung gleich dauerhaft einrichten möchtet, also nicht immer diesen umständlichen Weg machen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch das Ganze gleich als Netzlaufwerk verknüpfen. Dazu wählt ihr einen Ordner aus, auf den ihr Zugriff habt. Unter Windows 11 müsst ihr auf weitere Optionen einmal draufklicken. Unter Windows 10 geht das natürlich deutlich einfacher. Und da gibt es hier die Option Netzlaufwerk verbinden. Wählt jetzt hier einfach den Buchstaben aus, mit dem ihr euch dann in Zukunft verbinden möchtet. Ich wähle einfach mal hier das U für User einmal aus. Und am besten speichert ihr gleich die Anmeldedaten, damit ihr das in Zukunft nicht noch einmal diese ganze Anmeldeprozedur eingeben müsst. Anschließend, wenn ihr fertig seid damit, drückt ihr einfach auf den Punkt Fertigstellen und ihr habt anschließend jetzt hier gleich das Laufwerk U auch und direkt im Zugriff. Das ist also der Vorteil, ihr braucht dann nicht mehr über das Netzwerk hier unten gehen, um auf dieses Laufwerk zu kommen, sondern ihr seht halt eben schon in der Übersicht schon dieses Laufwerk U und könnt dann dieses Laufwerk direkt öffnen oder euch auch gleich eine Verknüpfung auf dem Desktop ablegen, damit ihr dann noch schneller an die Daten drankommt. Also das sind so die verschiedenen Optionen, wie ich ganz einfach meine Daten auf der Synology von einem Windows-Computer halt eben speichern kann oder auch andere Dateioperationen durchführen kann, wie neue Ordner anlegen, Daten umbenennen, löschen und diese Dinge. All das, was ihr halt eben normalerweise mit einem externen Laufwerk halt eben auch tun würdet. So, dann schauen wir uns das Ganze natürlich auch auf dem Mac an. Es gibt ja mit Sicherheit auch Leute, die einen Mac-Computer benutzen. Was ihr dafür braucht, ist natürlich der Finder. Das ist so der einfachste Weg. Ihr könnt natürlich die Aktion mit Drag and Drop, was wir vorhin gesehen haben mit der Webseite, natürlich auch machen, wie die Windows-User natürlich auch. Aber ihr könnt natürlich auch den Finder nutzen, um das Ganze darauf einzurichten. Geht einfach auf den Punkt Gehe zu. Und sobald ihr diesen Schalter einmal aufgerufen habt, gibt es unten den Punkt mit Server verbinden. Hier an dem Punkt mit Server verbinden müsst ihr praktisch einfach nur eure IP-Adresse eingeben von eurem Zielsystem. Wichtig dabei ist, bei dem Finder hier muss also das Protokoll, mit dem ihr euch verbinden möchtet, muss im Vorfeld vorgegeben werden. Ihr seht das bei mir, hier steht das Wort SMB://
und dahinter folgt dann meine IP-Adresse. Ihr müsst natürlich dort eure eigene IP-Adresse einmal eingeben, damit der Zugriff auch gelingen kann. Und natürlich selbstredend, die Synology muss sich natürlich im gleichen Netzwerk befinden wie auch dieser Mac-Computer. Habt ihr das Ganze ausgewählt, könnt ihr über das Plus-Symbol einmal drücken, um halt eben diese Adresse in diese Liste mit aufzunehmen. Und wenn ihr ein Zielsystem aus dieser Liste entfernen wollt, dann klickt das einfach an und über das Minuszeichen könnt ihr natürlich dann auch dieses Gerät und diese IP-Adresse wieder aus dieser Liste entfernen. Eine weitere Möglichkeit, wenn ihr die IP-Adresse nicht wisst, dann könnt ihr auch über den Punkt Durchsuchen gehen. Dann wird die Netzwerkübersicht hier von dem Mac-Computer gestartet. Und wenn ihr alles richtig konfiguriert habt, ja, dann solltet ihr auch eigentlich hier irgendwo eure Synology finden und könnt diese dann auch von hier aus direkt einmal auswählen. Sobald ihr diese einmal ausgewählt habt, dann seht ihr oben den Status Nicht verbunden. Und hier oben gibt es den Schalter Verbinden als. Ja, und jetzt müsst ihr natürlich hier einmal den Schalter Verbinden klicken und müsst euch natürlich jetzt hier wieder mit einem Synology-Benutzer an dem System anmelden. Also ganz wichtig, hier gehört natürlich nicht euer Mac-Benutzer rein, sondern hier gehört natürlich euer Synology-Benutzer rein, den ihr bereits auf der Synology eingerichtet habt. Und damit ihr diese Anmeldedaten nicht nonstop wieder neu eingeben müsst, könnt ihr natürlich auch gleich das Passwort hier im Schlüsselbund speichern. Das hat dann den Vorteil, dass ihr in Zukunft dann auch direkt hier über diesen Weg auf das System zugreifen könnt und nicht euch erneut wieder anmelden müsst. Wenn ihr die richtigen Daten eingegeben habt, ja, dann seht ihr jetzt hier sämtliche Freigaben, die ihr auf der Synology eingerichtet habt. Und mit einem Doppelklick könnt ihr natürlich diese Freigabe öffnen und dann eure Datenoperationen durchführen. So, das mit dem lokalen Datenzugriff, ich denke mal, das solltest du jetzt eigentlich auch verstanden haben und solltest natürlich jetzt auch schon in der Lage sein, ein paar Daten zumindest in deinem Netzwerk selber auf deine Synology zu schreiben oder halt eben auch herunterzuladen. Das sollte schon funktionieren. Dann fehlt uns natürlich noch der Zugriff aus der Ferne. Wie funktioniert das Ganze denn überhaupt, wenn wir mal unterwegs sind und dann auf unsere Daten zugreifen möchten? Das werden wir uns gleich im nächsten Kapitel anschauen. Bis gleich, euer Frank. Ciao.